So, hallo und herzlich willkommen zur Yogastunde heute. Schau mal, ich warte noch ein bisschen, bis ich wirklich starte. Ich habe mir nur gedacht, dass du noch genug Zeit hast zum Mathe herrichten, dass du dir noch einen ungestörten Platz suchst, wo du ruhig üben kannst, wo du dich ganz einlassen kannst, wirklich am besten, wo dir auch niemand zuschaut. Genau. Schau mal, ob das auch schon übertragen wird in der Gruppe. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Okay, ja, das funktioniert. So. Dann schreiben wir das mal rein. Dann. So, ich warte noch 2 Minuten. Schauen wir mal, ich bin mir nicht sicher, ob das da funktioniert mit dem Reinschreiben. Diese 4 sind schon da, aber das ist jetzt anders bei Facebook. Ich bin ja da noch ein kompletter Heiligen mit YouTube, aber ich habe es jetzt einfach einmal probiert und muss da jetzt selbst noch vertraut werden mit dem Programm. Auf Facebook war ich schon live. Ja, vielleicht, wer mag, kann man da was reinschreiben in den Chat, ob das funktioniert vielleicht, dass es einmal sieht. Genau. Und wahrscheinlich ist es auch ein bisschen zeitverzögert. So, 1 Minute haben wir noch. Du kannst dir, vielleicht hast du irgendwelche, wenn du Yoga-Blöcke hast, dann hol dir vielleicht noch einen oder 2 Yoga-Blöcke. Vielleicht auch ein Sitzkissen, damit du besser sitzen kannst, weil wir machen am Anfang immer eine Atemübung. Und damit du da gut sitzen kannst und entspannt sitzen kannst, ist es immer hilfreich, sich etwas unter das Becken bzw. unter die Sitzbeinhöcker zu legen, damit das Becken aufrechter wird. Genau. So. Ich zeige es dir hier noch einmal von der Seite, entweder mit einem Block, mit einem alten Buch oder auch mit einem Sitzkissen. Du kannst dich entweder, je nachdem, wie gut es dir noch geht mit deinen Beinen oder auch mit deinem Becken, entweder in die Position sitzen, wo du auf einem Block sitzt oder auch auf 2 Blöcke sitzen. So ist es dann ein bisschen angenehmer für deine Hüften. Und du kannst aber auch, wenn du im Schneidersitz noch gut sitzen kannst, dann setze dich im Schneidersitz so her. Genau, und schau, dass du dich hier aufrichtest, dass deine Wirbelsäule lang ist, deine Schultern entspannt und locker sind. So, jetzt schauen wir mal. Das ist, muss ich da nochmal kurz schauen, das ist das ein bisschen neu ausprobieren. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, gut. Okay. Das ist mir so tun. Ob da noch in der Gruppe was ist. So, okay. Gut. Dann starten wir los. Richte dich auf. Schultern entspannt und locker. Und dann komm einmal bei dir an, auf deiner Matte, in deinem Körper. Und du kannst auch deine Augen schon einmal schließen. Und beim Einatmen kannst du deine Schultern hochziehen. Und mit der Ausatmung tief ausatmen, deine Schultern locker lassen und senken. Dann atme wieder ein. Und ausatmen wieder mit deinem Mund. Tief ausatmen. Atme auch alles aus an Gedanken, was so in deinem Kopf noch herumkreist, was dich beschäftigt hat und noch immer beschäftigt. Und schau, dass du jetzt deinen Kopf ganz frei bekommst, dass es ganz ruhig wird in dir. Und atme langsam weiter.
Genau, und wenn du magst, dann atme noch einmal oder noch öfter tief ein. Mit jeder Ausatmung lass ein bisschen mehr los, entspanne ein bisschen mehr. Und dann schließe wirklich auch deine Augen und spür hinein, wie es dir gerade geht. Und lass deinen Atem jetzt tief werden dabei. Schau, dass deine Wirbelsäule lang ausgerichtet ist. Und du kannst auch dein Baby schon einmal begrüßen. Wenn du magst, leg auch die Hände auf deinen Bauch. Und atme ganz tief ein und aus. Atme hin zu deinem Baby. Und verbinde dich mit deinem Baby in deinem Bauch. Schicke deinem Baby einen tiefen Atemzug. Und schicke deinem Baby auch wieder liebevolle Gedanken. Ein und aus. Schicke auch ein Lächeln zu deinem Baby hin. Oder zu dir selbst. Und wenn du mit der Yoga-Atmung schon vertraut bist, dann geh über zur Yoga-Atmung und atme in deinem eigenen Atemrhythmus wieder ein und aus. Wenn du schwanger bist, dann bitte gib Acht, dass du bei der Yoga-Atmung deinen Bauchnabel nicht nach innen und oben ziehst. Wenn du nicht schwanger bist, dann zieh gerne auch deinen Bauchnabel nach innen und oben. Und wenn du schwanger bist, bitte lass deinen Bauch entspannt. Und versuche jetzt wirklich in den Bauch zu atmen. Und dann noch weiter nach oben in den Brustkorb bis zu den Schultern. Vielleicht bis sich auch die Schlüsselbeine heben, atme. Und dann atme wieder aus. Schultern entspannen, Brustkorb entspannen. Genau. Und wenn du magst, kannst du mit deinem Beckenboden ausatmen, indem du deine Sitzbeinhöcker zueinander ziehst. Das ist schon okay. Und dann atme wieder ein in den Bauch, in den Brustkorb, bis zu den Schlüsselbeinen. Und finde dein eigenes Atemtempo. Finde deinen eigenen Atemrhythmus. Achte, dass du dabei nicht unter Spannung gerätst, sondern dass dein Atem hier wirklich langsam fließen kann. Lass deine Augen geschlossen und spür hinein in deinen Atem. Werde eins mit deinem Atem. Und schau, dass du dir auch vorstellst, dass du dich wie ein Luftballon ausdehnst. Du atmest nicht nur nach vorne, sondern du stellst dir auch vor, wie du in deine Seiten und in deinen Rücken atmest, sodass sich dein ganzer Oberkörper ausbreiten kann. Und du bleibst mit dem Fokus ganz bei dir. Immer wenn du merkst, dass deine Gedanken irgendwo hinwandern, komm wieder zurück zu deiner Atmung, zu deiner tiefen Atmung. Stell dir vielleicht auch vor, wie du zu deinem Baby hinatmest. Du bist immer die Sauerstoffflasche für dein Baby. Und je tiefer du atmest, desto mehr Sauerstoff kannst du auch aufnehmen. Desto mehr kann sich auch dein Nervensystem beruhigen. Und je entspannter du bist, je tiefer du atmest, desto tiefer wird auch dein Baby atmen. Dein Baby bekommt es mit, wenn du stark unter Stress stehst. Und dein Baby bekommt es mit, wenn du in die Entspannung gehst. Und jetzt versuche wirklich
mit jedem Ausatmen in die Entspannung zu kommen, in deinem Körper und auch in deinen Gedanken. Und du merkst, dass du immer mehr bei dir ankommst, immer mehr zur Ruhe kommst. Und immer, wenn es dir auffällt, dass du mit deinen Gedanken abgewandert bist, komm zurück zu deiner Atmung und atme ganz langsam und tief ein und aus. Stell dir vor, sich dein ganzer Oberkörper ausweitet, wie du Raum schaffst für dich und dein Baby und wie du Sauerstoff in deinen Körper und somit auch in den Körper deines Babys bringst. Schau, dass deine Gesichtsmuskeln entspannt sind. Schau, dass dein Kiefer locker ist, dass deine Zunge entspannt am Mundboden ruht. Und atme noch drei ganz tiefe, bewusste Atemzüge, indem du dich selbst spürst, indem du vielleicht auch bewusst dein Baby wahrnimmst, aber ganz im Hier und Jetzt bist, hier in diesem Augenblick, bei dir, bei deinem Körper und bei deinem Baby. Und du atmest so tief, wie du vielleicht noch nie geatmet hast. Und dann atme wieder aus. Lass die Arme in deinem Herzbereich, deine Schultern entspannt, du bist nach wie vor aufgerichtet, deine Wirbelsäule ist lang und die Krone deines Kopfes zieht nach oben. Dann schließe deine Augen und nimm dir vor, für diese Stunde wirklich gut hineinzuspüren in deinen Körper. Und wieder deine Grenzen auch wirklich wahrzunehmen und nicht über diese Grenzen zu gehen. Speziell in der Schwangerschaft werden durch die Hormone im Körper die Muskeln und Bänder viel weicher. Und dass du hier nicht in die Überdehnung gehst und dir unter deinem Körper keinen Schaden zufügst. Es ist wirklich wichtig, auf die Grenzen deines Körpers zu hören. Und dann nimm es dir wirklich vor, hier und heute gut in die Verbindung mit dir selbst zu kommen und auf deinen Körper zu hören. Und nicht die Stimme, die immer mehr will, die immer höher, weiter und schneller will, sondern wirklich auf diese fließende, weibliche Kraft. Und diese Kraft, dieses Yin, dieses weibliche, langsame, laden wir jetzt auch hier ein in unser Feld, auf deine Matte. Und zwischendurch haben wir das Yang, haben in verschiedenen Übungen, weil genau das braucht es ja auch. Und die Geburt ist ja auch so ein richtiges Yang. Und die Schwangerschaft ist so die Zeit des Yins, wo wir uns verbinden dürfen. Und wo du die Fruchtbarkeit oder das Baby in dir ist ja das Zeichen der Weiblichkeit. Ja, die Schöpferkraft in dir. Und dann atme noch einmal tief ein und aus. Lass deine Schultern noch einmal ganz locker werden. Und zum Einstimmen in die Stunde singen wir ein gemeinsames Om. Und wenn du magst, kannst du dabei deine Hände auf den Bauch legen. Und dein Baby, vielleicht kann es auch schon die Stimmen außen hören, aber auch wenn es noch ganz klein ist, diese Schwingungen, die durch das Om entstehen, spürt dein Baby auch schon, wenn es noch ganz, ganz klein ist. Und beim Om schauen wir, dass wir so lange wie möglich singen. Und du kannst dich auch
konzentrieren auf diese Schwingung, die da in dir entsteht. Vielleicht spürst du sie im Bauch, vielleicht spürst du sie aber auch im Kopfbereich. Spür einfach in deiner Reihen, was es macht. Und dann atme tief ein und beim Ausatmen singen wir dann es um. Und dann atme noch einmal tief ein und aus. Und wenn wir deine Hände wieder in die Gebetshaltung, halte deine Hände aneinander, spüre, dass sie schön warm sind und leg sie jetzt noch einmal auf deinen Bauch. Schicke deinem Baby jetzt noch einmal liebende, liebevolle Worte. Einen tiefen Atemzug und geh noch einmal bewusst in Kontakt mit deinem Baby. Dann bring deine Hände wieder zueinander, reib sie noch einmal ganz fest, spür, dass sie warm werden und leg sie jetzt auf deine geschlossenen Augen, die Augen innen dann öffnen. Und kreisen im Uhrzeigersinn und dann gegen den Uhrzeigersinn. Dann löse langsam deine Hände. Namaste. Schön, dass du da bist und heute mit mir Yoga übst. Und wir beginnen mit leichten Aufwärmübungen. Und du schaust, dass du dich wieder hier gut aufrichtest. Dein Becken stabil ist, du schaust, dass du nicht zu sehr sozusagen in die Spannung gehst. Eine leichte Spannung ist gut, damit du auch diese aufrechte Position halten kannst, aber du gehst nicht zu sehr in die Anspannung. Deine Krone des Kopfes zieht wieder nach oben, dein Kinn zum Brustbereich. Und dann kreise mit deinem Kopf im Uhrzeigersinn. Schau, dass die Wirbelsäule lang bleibt. Dann spür hin und geh in Kontakt mit deinem Körper. Atme tief und langsam ein und aus. Und wenn dein Kinn wieder vorne ist, beim Brustbein, dann reise zur anderen Seite. Schultern bleiben locker und entspannt, dein Beckenboden aktiv, aber trotzdem nicht zu sehr in der Anspannung. Und wenn dein Kinn wieder vorne ist, dein Brustbein, hebe deinen Kopf wieder nach oben. Du bringst deine Arme nach vor, die Schultern entspannt. Du spreizst dann einmal deine Hände und dann drück sie zusammen, spreiz deine Hände wieder, drücken mit Daumen, spreizen, drücken ohne Daumen, spreizen, drücken mit Daumen, spreizen, drücken ohne Daumen. Und dann werde immer schneller. Spreizen, drücken, spreizen, drücken, spreizen, drücken, spreizen, drücken. Einmal mit und einmal ohne Daumen. Dein Atem fließt tief, die Schultern bleiben entspannt. Und du schaust, dass jetzt auch ganz bewusst dein Mund locker bleibt. Wenn du mit dem Mund ausatmest, dann immer mit einem A. Genau, nie mit einem O oder U, weil der Mund steht im Zusammenhang mit dem Muttermund. Und wir wollen den entspannt haben. Vor allem in der Anstrengung, wo sie jetzt schon anstrengender wird. Wir beginnen nur noch zu drücken, 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 drücken. Und gerade wenn es schon anstrengend wird, dann hör nicht auf deine kritische Stimme oder auf die Stimme, die dir einreden will. Es ist zu hart und du schaffst es nicht, dann atme weiter. Schultern entspannt, der Mund entspannt. Vielleicht ein Lächeln in deinem Gesicht, noch zwei Atemzüge. Und
loslassen. Die Handflächen nach oben, die Hände zu den Schultern, Ellbogen zueinander. Mit der Einatmung öffnen, mit der Ausatmung nach unten. Deine Wirbelsäule bleibt nach wie vor lang. Die Krone des Kopfes zieht nach oben. Und dein Atem fließt langsam und tief. Wenn sich deine Ellenbogen vorne treffen, dann gehen wir in die andere Richtung. Einatmen, öffnen, ausatmen, nach vorne. Der Atem fließt langsam und ruhig. Und dann kreise noch einmal. Und bringe deine Hände seitlich neben deinem Körper. Deine Beine jetzt noch vorne ausstrecken. Becken ist aufgerichtet, Hände neben deinem Körper. Spreize und drücke deine Füße. Spreizen, drücken, spreizen, drücken, spreizen, drücken, spreizen, drücken. Dann langsam lockern. Wir beginnen mit einer Übung, die auch deinen Kreislauf fördert und dich noch einmal gut aufwärmt. Du kannst jetzt schauen, wie weit du hier gehen möchtest, beziehungsweise was dir hier gut tut und wie weit und auch daran, wie weit oder wie groß dein Bauch schon ist. Du kannst entweder hier relativ aufrecht sitzen bleiben. Wichtig ist hier wirklich aufgerichtet oder mit einer langen Wirbelsäule zu sitzen. Oder du kannst dich auch, wenn du magst, ein bisschen zurücksetzen. Gerne auch hier ohne Block, dann wird es schon ein bisschen leichter. Du kannst dich hier, wie gesagt, auch gerne ein bisschen zurücklehnen. Schau auch hier drauf, dass du gut gestützt bleibst. Genau, dann bringen wir einen linken und einen ins rechte Bein nach oben. Dein Atem fließt langsam weiter. Schau, dass dein Gesicht entspannt bleibt und locker bleibt und beide Beine sind aktiv. Genau, du schaust, dass wirklich beide Beine aktiv bleiben und dass nicht eines locker ist. Je aktiver du in deinen Beinen bist, desto weiter kommst du nach oben. Und du merkst schon, dass hier der Kreislauf wahrscheinlich schon ein bisschen in Schwung kommt. Eine linkes, eine rechtes Bein. Genau. Und dann kommen wir mit dem Bein wieder zurück und wir wärmen uns auf in der Vierfüßlerhaltung. Du kommst mit, du spreizt deine Zeigefingerballen oder deine Finger genau unter den Hüften und dann atme ein. Becken noch vor, gib einen Blick nach oben und beim Ausatmen runde deine Rücken. Ein, Becken wieder nach vor, atme aus, innen rund, atme ein, streck deine Wirbelsäule durch, atme aus, komm in den Rundrücken. Einmal noch einatmen, strecken, schau, dass du nicht zu sehr ins Holz gehst und ausatmen, Rundrücken. Wir wechseln jetzt die Atmung. So dass wir, dass du beim Ausatmen sozusagen deinen Beckenboden loslassen kannst. Du atmest aus, kommst sozusagen so in die gestreckte Wirbelsäule. Du atmest ein in den Rundrücken. Du kannst auch hier beim Einatmen den Beckenboden leicht anspannen und mit der Ausatmung wieder Beckenboden loslassen. Einatmen, gerne sitzt dein Hüfte zueinander ziehen, Unterrücken. Ausatmen, Beckenboden entspannen. Deine Schultern bleiben aktiv. Genau, dein Atem. Und beim Ausatmen öffnest du wieder deinen Beckenboden. Dann komm wieder zurück in den Vierfüßler. Du kannst deine Knie ein bisschen weiter öffnen. Und dich dann so mit dem Becken nach hinten sinken lassen, in die Kindesposition. Schau, wie weit du hier gehen kannst.
Schau, lass deinen Atem wieder ganz werden. Atme wieder zu deinem Baby hin. Und dann atme noch einen tiefen Atemzug. Und komme dann wieder zurück in die Vierfüßlerposition. Und wir wärmen jetzt so ein bisschen auch dein Becken auf und die Flexibilität bleibst. Und schau, wie du bewegst dein Becken. Einmal noch einen Achter. Und dann atme wieder ein, komm nach oben in den Vierfüßler und beginne jetzt dich so ein bisschen intuitiv zu bewegen. Am besten du schließt jetzt auch deine Augen und spürst einmal rein, was du brauchst. Du kannst dich bewegen, so wie du möchtest, hinein in deine Intuition und hörst genau hin, welche Bewegung dein Körper möchte. Es kann eine Dehnung sein, eine Streckung, was auch immer es ist, hör gut auf deinen Körper. Es ist auch eine gute Übung, die du dann immer wieder machen kannst in der Schwangerschaft, um deinen Körper gut zu spüren, genau hinzuhören, was er braucht, um weiche Bewegungen einzuladen und mit dem Atem verbunden zu bleiben. Und auch eine Übung, die du während der Geburt machen kannst, so wenn die Wehen beginnen, sodass du hier einfach auch in Bewegung bleibst und so wieder Raum schaffst für dich. Dann komme noch einmal in die Kindeshaltung zurück. Atme wieder tief ein und aus mit deinem Baby. Dann komme in den Vierfüßler und wir machen eine Runde, wie es auch ausgeht. Einatmen, Bein nach hinten, ausatmen, Knie nach vor, einatmen, strecken, ausatmen, beugen. Einatmen nach hinten, ausatmen, Knie zum Boden, einmal noch ein Knie nach vor. Du kannst wieder zurück in die Kindesposition kommen, tief atmen. Schau, wie es dir jetzt geht in deinem Körper. Zehen auf und schieb dich nach hinten und oben in die Hundeposition. Mit der Einatmung komme wieder in den Vierfüßler. Mit der Ausatmung komme in die Kindesposition. Finde Rhythmus und schau, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr ausatmen in die Kindesposition. In deinen eigenen Atemrhythmus. Spür auch hier wieder die sanfte Bewegung. Kraft, die du dabei brauchst, speziell wenn du in die Hundeposition dann kommst. Lass Bewegung und Atmung wieder eins werden. Spür deine Kraft, spür deine Stärke und spür gleichzeitig dieses Weiche. Und wenn dann atme eine Pause und bleib einfach länger in der Kindesposition. Du musst niemandem etwas beweisen, auch dir selbst nicht. Spür deinen Körper. Nein, ob du jetzt länger in der Kindeshaltung bleiben möchtest oder ob du noch in den Hund kommst und für ein paar Atemzüge durchstrecken kannst, schau, wie weit du hier gehen kannst. Es ist nicht das Ziel, dass du deine Knie durchstreckst, es geht um eine lange Wirbelsäule. Bevor du hier im Hundrücken bist, schau, dass du hier wirklich wieder aus dem Becken dich nach hinten und oben schiebst.
Deine Hände drücken fest in die Matte, Zeigefingerball drückt fest in die Matte, die Finger sind gut gespreizt. Und dann atme nach einem tiefen Atemzug ein und auch, schon recht groß ist, kannst du dich auch hier abstützen und komme dann langsam nach oben, atme ein und atme aus. Komme lange und locker, nehme wieder tief ein und aus, deine Zunge entspannt. Einen tiefen Atemzug. Genau. Und dann atmen wieder aus. Und mit der nächsten Einatmung bringe deine Arme seitlich nach oben. Wir beginnen mit dem Sonnengruß. Atme aus. Beug dich wieder nach vorne. Achte wieder darauf, dass dein Bauch genug Platz hat. Atme ein, bringst du nicht in den Rundrücken, geh steig wieder zurück in die Hundeposition. Mit der Einatmung komme in die Liegestützhaltung, mit der Ausatmung bringe die Knie zum Boden. Mit der Einatmung, Wirbelsäule ist lang, mit der Einatmung komme in die Liegestützhaltung, mit der Ausatmung die Knie zum Boden. Mit der Einatmung komme wieder ein bisschen nach vor. Schau, dass du hier nicht nach unten sinkst, sondern dass du mit deinem Becken oben bleibst. Dann atme wieder aus. Komme in die Hundeposition. Atme ein, dreh dich auf. Atme aus, beug dich nach vor. Oben. Deine Arme nach oben. Ausatmen, beug dich nach vor. Ein, aus, dann Zeigefingerballen fest in die Matte drückt, Schultern weg von den Ohren, stabil und aktiv. Und dann steig oder wandere wieder nach vorne. Atme ein, dreh dich auf. Atme aus, beug dich nach vor. Und mit der Einatmung komme wieder mit langer Wirbelsäule nach oben. Ausatmen, Gebetshaltung. Sonnengruß B. Steig in der vorderen Rampe nach Mund. Mit der Einatmung komm wieder in den Liegestütz. Mit der Ausatmung. Du atmest aus, beugst dich nach vor. Du atmest ein, drehst deine Wirbelsäule ab. Bringe dein linkes Knie zum Boden. Wenn du magst, bringe dein linkes Knie weg vom Boden. Becken ist gerade. Dann atme aus, rechten Bein wieder ein, komm in die Liegestützposition. Atme aus, die Knie zum Boden. Atme ein, nach vorne. Atme aus, nach hinten, in den Mund. So, jetzt atme noch einmal ganz tief ein und aus. Und dann steig oder wandere wieder nach vor. Atme ein. Gut deinen Beckenboden stabil halten, indem du wieder deine Sitzbeinhöcker zueinander ziehst. Dein Hinteres ist hier nach außen. Und dann schau, wenn du das Gefühl hast, das ist gut, bleib so. Und wenn du magst, wenn du es noch ein bisschen intensiver magst, dann geh gerne noch weiter in die Knie. Achte nur darauf, dass du hier in einer geraden Linie bist, dass dein Knöchel nicht so gerade sein. Arme nach oben, Schultern wieder weg von den Ohren. Du kannst über den Lippen tief und langsam atmen. Du kannst wieder mit deinem Beckenboden ausatmen. Hintere Bein ab. Linkes Knie drückt nach außen, falls es wieder nach innen gekippt ist. Und du atmest. Du gibst Kraft über die Beine ab. Deine Gesichtsmuskeln bleiben locker und du kannst gerne auch mit deinem Mund wieder ausatmen. Dann atme aus, dann deinen Beckenboden und geh dann so weit, wie es dir angenehm ist. Schau, wie weit du hier gehen kannst. Dein hinteres Bein ist wieder bringen über den rechten.
Genau, Mund ist locker, Zunge ist locker, deine Gesichtsmuskeln entspannt. Vielleicht auch ein leichtes Lächeln im Gesicht. Gibst ganz viel Kraft über die Beine ab. Schau, dass du hier wirklich stabil und lang bleibst, dass du dich nicht nach vorne Atemzug. Und atme wieder tief aus. Arme nach unten an die Hüfte mit dem hinteren Bein nachrücken und nach vorne steigen. Du kannst gerne ein bisschen nachspüren, um dir wieder diese Zeit auch in deine Hüfte zu spüren und auch wahrzunehmen, ob du vielleicht jetzt zu viel getan hast. Gehst du eher mit dem Ego, mit Leistungsdruck heran. Und spür selbst für dich einmal nach. Genau. Spür mal, ist dein Zug. Und strecke dein linkes Bein. Strecke deine Wirbelsäule. Atme aus. Und atme. Ausatmen. Ausatmen. Linkes Bein strecken. Tief atmen. Einmal noch einatmen und strecken. Und ausatmen. Und schau, wie es dir hier jetzt geht. Wenn du magst, kannst du noch tiefer gehen, dein rechtes Knie ein bisschen weiter nach hinten bringen. Achte darauf, wieder deine Grenzen zu spüren. Schau, dass du auch hier nicht locker lässt, sondern dass dein Beckenboden stabil ist. Je stabiler hier dein Beckenboden ist, desto weniger kannst du auch in die Überdehnung gehen. Genau, noch einen Atemzug. Und dann atme wieder aus. Du kannst dein linkes Bein zurückbringen. Noch einmal entweder in die Kindesposition nachspüren. Deinen Atem tief werden lassen. Und dann atme ein. Komme noch einmal in den Hund. Linkes Knie aus. Komm zurück. Atme ein. Streck dich nach Wirbelsäule. Atme aus. Deine Gesichtsmuskeln bleiben locker und entspannt. Genau. Schau, dass deine Gesichtsmuskeln locker sind und dann dein Becken aber aktiv bleibt. Dann atme noch einmal ein, tief nach oben. Beckenboden ist stabil. Und dann atme aus, komme wieder zurück in den Hund. Tief und langsam atme. Auf deiner Matte. Und die erste Minute ist es langsam, das heißt einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen und dann die restlichen 2 Minuten wird es schneller. Das heißt, wir nach oben, nach unten. Und in dieser Übung geht es darum, dass du mit deiner Atmung verbunden bleibst. Das ist auch, wenn es anstrengend wird, und es wird dann mit der Zeit ganz intensiv und anstrengend, dass du dich trotzdem immer wieder auf deine Atmung fokussierst. Und vor allem, dass diese Stimme im Kopf, diese Stimme, die dir oft einreden will, dass du etwas nicht schaffst, dass du diese Stimme kennenlernst und ihr sozusagen mit der Atmung begegnen kannst und dass du dich von dieser Stimme nicht klein machen lässt. Wenn es nämlich danach zur Geburt kommt, ist es wichtig, dass du in deiner Kraft bist und dass du weißt, dass du schaffen kannst und dass du einfach gut bei dir bleiben kannst. Genau. Und du kannst dich jetzt noch einmal gut vorbereiten, vielleicht auch noch einmal kurz einen Schluck auch locker sind. Und ich schaue ein bisschen auf die Uhr, wann wir starten.
Da wird leider nicht so viel Richtlinie, wenn die Sekundenanzeige bei dem Wecker mitgeht. Da habe ich normalerweise einen anderen. Aber wie gesagt, sie werden es auch so schaffen. Und du kannst dich schon einmal gut mit deiner Atmung verbinden. Langsam. Einatmen, Arme nach oben. Ausatmen, Arme nach oben. Finde jetzt deinen eigenen Atemrhythmus. Einatmen nach oben, ausatmen nach unten. Und wir werden schneller. Deine Atmung fließt langsam weiter. Nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Tief und langsam atmen, die Arme wandern. Wenn du magst, atme mit deinem Mund aus oder auch über deine Nase. Wichtig ist, dass du mit deiner Atmung in Verbindung bleibst. Tief und langsam atmen. Genau, du atmest weiter und wenn die Stimme sagt, es ist zu anstrengend und vielleicht dir auch Zeichen gibst, dann hör auf deinen Körper und geh jederzeit aus der Übung heraus. Wenn es aber nur die Stimme in deinem Kopf ist, dann mach weiter. Arme nach oben, nach unten, dein Atem fließt. Und so wie auch bei der Geburt, bei jeder Wehe, wenn du stärker wirst, so wirst du auch hier mit jedem Mal stärker. Und bei jeder Wehe, bei jeder Welle, bei der Geburt, bist du dir sicher, dass diese eine Wehe, diese eine Welle nicht wiederkommt und dass du mit jedem Mal deinem Baby einen Schritt näher bist. Und du atmest weiter. Du bindest dich mit deiner Atmung, lässt die Gedanken in deinem Kopf nicht groß werden. Genau, ich denke, wir haben 3 Minuten. Ich mache jetzt noch ein bisschen weiter. Du kannst, wenn du magst, schon aufhören. Bin mir nicht sicher, weil die Sekundenanzeige irgendwie ist. Wir machen ja auch beim Schwangerschaftsjoga oft 3,5 Minuten oder 4 Minuten. Schau einmal, wie weit du hier kommst. Lass dich von deinem Atem führen, von deinem Körper führen. Bleib kurz, bekommst du auch ganz viel Kraft. Und mit jedem Mal wächst deine Kraft, deine Stärke. Du bist nicht schwächer. Internetverbindung was? Nicht so gut. Du schaust einmal, was dir jetzt gut tut. Und dann bewege dich so, wie es dir komisch. Ich hoffe einmal, dass das so funktioniert. Irgendwas. Genau, schau einmal, dass du dich wieder verbindest mit dir. Ganz noch mit deinem Baby. So, genau. Atme tief ein und aus. Du kannst die Hände auf deinen Bauch lassen, kannst sie aber auch weggeben und an die Hüfte. Verbinde dich mit dir, verbinde dich mit deinem Baby. Dann kreise auch in die andere Richtung. Große Kreise, das ist wirksam. Lass auch hier wieder diese weiche, weibliche Kraft zu dir kommen. Lade sie wieder ein. Verbinde dich mit dieser weichen Kraft. Und dein Atem fließt weiter. Atme wieder langsam und tief und kreise jetzt noch einmal zur anderen Seite auch. Vielleicht schickst du deinem Baby noch einmal einen tiefen Atemzug. Und dann atme wieder auf. Von der einen Wehe, sozusagen, geht es zur nächsten. Jetzt kommt wieder eine intensivere Übung. Das ist dann so der Yang-Part. Und zwar gehen wir in die Stuhlhaltung. Und ich zeige es dir wieder von. Wenn du schon sehr hoch schwanger bist, kannst du dir wieder eine Wand zur Unterstützung nehmen. Ich zeige es dir vielleicht hier. Und deinen Rücken an der Wand lehnen und hier einfach so nach unten kommen. Genau, das würde auch eine Möglichkeit sein. Schau einmal, wenn du magst. Wenn du Probleme in den Schultern hast, kannst du auch gerne
so wie Kaktusarme machen, das nennt man Kaktusarme, und sonst strecke deine Arme noch vor. Tief atmen, genau, dehne deinen Atem aus. Vielleicht kannst du noch ein bisschen tiefer kommen, wenn es schon sehr intensiv ist, komm ein bisschen höher. Noch drei Atmen. Und dann kommen mit der nächsten Anatmung langsam wieder nach oben. Atme aus, Arme nach unten, Schultern locker. Genau, lass deinen Atem wieder ganz tief werden. Spür wieder nach, spür wieder zu deinem Baby hin. Das Buch bei dir, wo du dich dann draufsetzen kannst. Aber du setzt dich einfach nur ein bisschen nach unten. Deinen Atem. Atme ein, Arme nach oben, atme aus, nach unten. Genau. Du kannst dir auch wieder dir vorstellen, was du dir holen magst. Atme aus, schicke es in deinen Körper. Genau, mit deinem eigenen Atemrhythmus. Und wenn du jetzt schaust, ob dein Bauch hier gut mitarbeiten kann, atmen, strecke deine Beine. Beim Ausatmen kommen, noch nicht im Rundrücken bist, sondern wieder ganz aufrecht bist. Dein Beckenboden ist leicht stabil, nicht zu sehr angespannt, aber trotzdem stabil. Genau, du drückst mit deinen Ellenbogen die Knie zur Seite. Dein Atem fließt langsam und tief. Und es ist auch eine ganz tolle geburtsvorbereitende Übung. Und es ist eine Position, in der viele Frauen auf dieser Welt ihr Baby bekommen. Die Schwerkraft wirkt entgegen, der Geburtsweg ist sogar um 30. Es ist einfach eine Position, die es ist gut, hier wirklich immer wieder auch zu üben und in diese Position zu kommen und dich einfach hier zu stärken. Man kann es zum Beispiel auch, diese Übung machen, indem man sich vorne hochhält oder indem zum Beispiel dein Partner hinter dir ist und du dich auch ein bisschen zurücklehnen kannst. Probieren. Hier einfach aus, einziehen Beine und Ferse. Du atmest noch einmal tief ein und aus. Und die Fußsohlen. Du kannst mit den Händen dann zu den Fußgelenken greifen, zu den Knien oder wenn du magst auch gerne zu den Zehen. Richte deine Wirbelsäule auf und wenn du magst, dann bringe deine Knie Richtung Boden. Dein Atem fließt langsam und tief, ist deine Knie nach unten zu drücken, dann gehen die unbewegte Version und bleib einfach hier. Schau mal, wie es dir gut tut, wie es sich für dich anfühlt. Schicke deinen Atem wieder in den Bauch und atme langsam und tief ein und nach oben. Und dann hebe mit der Einatmung den Becken nach oben. Und mit der Ausatmung senke Wirbel für Wirbel deine Wirbelsäule wieder nach unten. Bringe dein Becken zum Boden. Atme ein, hebe wieder deine Wirbelsäule Wirbel für Wirbel nach oben. Atme aus, bringe deine Wirbelsäule wieder langsam nach unten. Atme ein, nach oben. Atme aus, nach unten. Spür nach einer kurzen, wie über deine Hände auch die Liebe in deinen Bauch zu deinem Baby fließt. Spür diese tiefe Verbindung zu deinem Baby.